the peanut, found the peanut, found the peanut last night. Last night I found the peanut, found the peanut last night. Where'd you find it? Where'd you find it? Where'd you find it last night? Last night, where'd you find it? Where'd you find it last night? In the dustbin, in the dustbin last night. Last night I found a dustbin, it in a dustbin, in a dustbin last night. Cracked it open, cracked it open, cracked it open last night. Last night I cracked it open, cracked it open last night. Found it rotten, last night. Last night I found it rotten last night. Ate it anyway, last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick, last night. Last night I felt sick, last night. Called the doctor, last night. Last night I called the doctor, last night. Went to heaven last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me. Last night. So, ich bin arbeitssuchend und kann den Rest meines Lebens nicht von meinen Ersparnissen beschreiten. Deshalb lese ich Schaub Arbeitsrechtshandbuch 17. Auflage. Ich bin mittlerweile so weit gekommen, dass ich in der Europäischen Union angekommen bin und qualifiziert, ein bisschen viel rumgeschrieben. Um qualifiziert darüber zu reden, habe ich mir ein Buch besorgt aus dem Verlag, heißt der Oxford University Press, ist mir noch nie untergekommen. Und ich habe angefangen, die Introduction zu lesen und bin angekommen bei einem Paragraphen, den ich nicht sofort verstanden habe. Ich wollte nachgucken, wie man ein Wort ausspricht. Das mache ich jetzt als allererstes. So. Ist das ein I? Hegemony.
Hegemonie. Hegemonie. So. Noun. Hegemoniness. Mit American Accent. So. Hegemonie heißt das. Hegemonie. Control by one country, organization, etc. over the countries, etc. over the countries, etc. within a particular group. Hegemonic. Hegemonic control. Hegemonic ist das Adjektiv und Hegemonie heißt Hegemonie, Vorherrschaft. So. Ich lese den Paragraphen nochmal auf Englisch vor. Dann versuche ich den Satz für Satz zu übersetzen. Kann sein, dass ich nicht fertig werde. Ich finde sowas anstrengend. Gerade wenn man so weit gekommen ist, dass gerade wenn man dazu gezwungen ist, sowas wieder von vorne anzufangen. Ich konnte das mal relativ lange. Und so. Ich habe auch schon den ersten Fehler gefunden. Liebe Catherine Bernard and lieber Steve Pierce, es heißt indeed the UE itself is a legal construct und nicht is a legal construct. Das ist Französisch, wenn man über den Artikel dahin schreibt. So. The story about the loo flush raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today. The story about the loo flush raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today. What should it be doing? How should it be doing it? And how should it be communicating what it is doing? A bottom-up approach, no pun intended, would suggest that loo flushing should be a matter of national law. A top-down single market perspective would suggest that the EU should intervene when the movement of goods across borders is affected. If the EU does act, how intensive should that action be? The eco-labeling award scheme reveals an imaginative approach to regulation. The use of these eco-labels is voluntary. Industry applies for the label if they want to get it, and the beneficial reputational kudos that goes with it. That may choose not to. Entschuldigung, nicht that may. They may choose not to. Die Kudos haben keine Wahlmöglichkeit. So. They've used quite sloppy English. So. Ich soll nicht so viel Blödsinn machen. Ich versuche Arbeit zu finden. So. However, if they do apply, their product needs to comply with the criteria set for each product group. For example, washing machines, fridges and now toilets by a commission decision adopted under powers conferred by Council Regulation 1980/2000. By the way, 2000 is Scottish. 2000 would be English. So, hello keys, by the way. Thus, contrary to popular misconception, EU rules are not
all of the command and control kind, all bananas must be straight. The EU has experimented with different types of regulation to create flexibility in the operation of its rules. This flexibility is provided by the law, and this book will show the law is central to the operation of the EU. Indeed, EU itself is a legal construct. I've corrected the sentence. It was born out of treaties, and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments. One of the earliest major research projects on the EU described the process as integration through law, and the Court of Justice, the Supreme Court of the EU, has been in the engine room of that process. Of course, law and politics go hand in hand, and no lawyer would deny the important role played by politicians in both driving forward and shaping the development of the EU, particularly faced with seismic geopolitical forces. The fall of the Berlin Wall, 9/11, and the sovereign debt crisis. Was auch immer damit gemeint ist. Bis 9/11 komme ich noch mit. Although hegemony of law may have waned over recent years, as problems have arisen which are not immediately amenable to legal resolutions, law remains central to the EU project, and it is the law set in this broader political context which is the subject matter of this book. It is the law, eine Betonung, es ist die Steigerung davon. Engländer können durch den bestimmten Artikel the sogar Hauptwörter steigern. So, ich habe eine Packung Tempo draußen auf der Wiese gefunden. Ich hole mir gerade eins. Werkzeug, dass man nicht alles so zum Vorlesen braucht. Da ist er ja. Ich weiß jetzt übrigens auch, was Sovereign Debt Crisis heißt. Das ist mir gerade beim Naseputzen eingefallen. Der englische Königin wurde nicht oft genug der Hebel an der Guillotine gezeigt. Das ist damit gemeint, warum ich da ausgerechnet beim Naseputzen draufkomme. So.
The story about the Luftflasche raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today, heißt. Die Geschichte vom Wegspülen der Scheiße in der Toilette erhebt in einem Mikrokosmos hebt in einem Mikrokosmos die größten Fragen an, die sich der EU heute stellen, die die EU ansehen muss. So, what should it be doing? How should it be doing it? And how should it be communicating what it is doing? Was soll die EU machen? Wie soll sie es machen? Und wie soll sie das, was sie tut, kommunizieren? Also darüber reden, davon berichten. A bottom-up approach, no pun intended, would suggest that loo flushing should be a matter of national law. So, ein von unten nach oben, bei uns heißt das top-down and down-up oder irgendwie so. Ich weiß nicht, was deutsche Manager sich da ausgedacht haben, so, hat auf jeden Fall nichts mit Englisch zu tun. Bottom-up heißt vom Grunde auf aufwärts. Eine Herangehensweise vom Grunde auf aufwärts ohne Pan ist Druck, leichte Gewalt, die sowas nicht enthält, legt es nahe, dass Scheiße wegspülen Sache in der Toilette Sache von nationaler Gesetzgebung gibt, ist, hier steht es doch, top-down single market perspectives would suggest that the EU should intervene when the movement of goods across borders is affected. Ein von oben herab nach unten den gesamten EU-Markt in den Blick nehmende, den gesamten EU-Markt in den Blick nehmende Perspektive legt es nahe, dass die EU sich bei der Beweglichkeit von Waren über Grenzen, dass die davon betroffen ist. If the EU does act, how intensive should that action be? Wenn die EU sich einschaltet oder sich bewegt, handelt, wie stark soll diese Handlung sein, wie sehr soll sie sich bewegen? The Eco-Labeling Award Scheme reveals an imaginative approach to regulation. Das Eco-Labeling Award Scheme, also es geht um Gütesiegel, ökologische Gütesiegel, reveals gucke ich mir gerade nach. Wichtig an der Stelle, wenn man solche Texte übersetzt, man kann ruhig ein einsprachiges Wörterbuch nehmen. Ich habe hier zwei, einmal Oxford Advanced Grammar Dictionary, ist nur in Englisch, oder Webster's Comprehensive Dictionary. Wenn man sowas im Google-Übersetzer nachguckt, fehlen da oft, im Google-Übersetzer sind auch Beispielsätze dabei, deshalb ist der gut. Wenn man einfach nur in einem zweisprachigen Wörterbuch nachguckt, fehlen diese Beispielsätze. Das ist nicht gut. Reveal. Aufdecken. Heißt auch, glaube ich, hervorheben. Ich gucke mal nach, was hier für ein Beispielsatz dazu steht. Verb, to make something known, somebody, aufdecken, also, to reveal the secrets, secret details of the murder were revealed by the local, also, wir übersetzen es mit aufdecken, sichtbar machen. The Eco-Labeling Award Scheme reveals an imaginative approach to regulation.
das Eco-Labeling Award Scheme. Das Öko-Label-System deckt einen erdachte Herangehensweise zum Thema Regulation des Außenhandels in dem Fall auf. The use of these Eco-Labels is voluntary. Die darf man freiwillig auf die Produkte aufdrucken. Deshalb steht da, der Gebrauch ist freiwillig. Kudo ist, glaube ich, irgendwas, was man im australischen Busch abgeknallt hat und wo noch Fleisch dran ist und man das kochen kann. Da kommt das, glaube ich, her. Industries apply for the label if they want to get it and the beneficial reputational kudos that goes with it. Kudos gucke ich mal gerade. The admiration and respect that goes with a particular achievement or position, the kudos of playing for such a famous team. Kudos sind Meriten. Das deutsche Wort für Kudos ist Meriten. So. Wie gesagt, ich kenne das als man hat im australischen Busch was abgeknallt. Da ist noch Fleisch dran und man haut es in den Kochtopf. So. Industries apply for the label if they want to get the beneficial reputational kudos that goes with it. Die Industrie bewirbt sich für dieses Siegel und möchte es bekommen, wenn sie in den Genuss der wohltuenden Meriten, dass die mit diesem Label einhergehen, kommen möchte. They may choose not to. Sie können sich dazu entscheiden, das nicht zu tun. However, if they do apply, their product needs to complete with the criteria set for each product group. For example, washing machine, fridges and now toilets by a commission decision adopted under powers conferred by council regulations 1980-2000. So, trotzdem, wenn sie sich bewerben, müssen ihre Produkte mit den Kriterien für die entsprechende Produktgruppe übereinstimmen, zum Beispiel für Waschmaschinen, Kühlschränke und jetzt auch für Toiletten. Das ist eine Kommissionsentscheidung und hier steht auch da unten in der Fußnote welche, mit der entsprechenden Angabe der Nummer und der Literaturquelle. So. Und hier steht auch, dass das adopted under powers conferred by council regulation 1980-2000, die ist umgesetzt worden und in Kraft und bei der Council und von der Council Regulation 1980/2000 bestätigt worden.
Thus, contrary to popular misconception, EU rules are not all of the command and control kind. All bananas must be straight. Trotzdem, contrary to popular misconception, im Widerspruch zu der vorherrschenden falschen Meinung sind EU-Regeln, Regularien nicht alle bestimmend und kontrollierend, so wie das Beispiel ist hier, all bananas must be straight. Das heißt, diese Siegel sind ein Beispiel für eine freiwillige Leistung, die die Wirtschaft in Anspruch nehmen kann. Das heißt, das ist nicht command and control kind, nicht befehlend und kontrollierend. Das ist ein britisches Kompliment zu Thema Eco-Labeling an die EU. So, der Schnodder ist aus dem Taschentuch gekommen. Ich wasche mir eben die Finger. The EU has experimented with different types of regulation to create flexibility in the operation of its rules. This flexibility is provided by the law and, as this book will show, the law is central to operation of the EU. So, das übersetze ich noch. Und dann werde ich beim nächsten Mal den nächsten Absatz nochmal vorlesen und dann auch weiterlesen, nachdem ich den übersetzt habe. Ich muss das mehrmals lesen. So. The EU has experimented with different types of regulation to create flexibility in the operation of its rules. Heißt, die EU hat mit verschiedenen Formen der Regulation experimentiert, um Flexibilität in der Umsetzung ihrer Regeln zu erreichen. This flexibility is provided by the law, as this book will show, the law is central to the operation of the EU. Diese Flexibilität wird von den Gesetzen bereitgestellt und dieses Buch wird zeigen, dass diese Gesetze zentral sind für die Arbeitsweise der Europäischen Union. So, ich mache mir hier ein Zeichen dran, dass es von hier aus weitergeht. Und dann lese ich morgen nochmal den letzten Absatz von 1 Introduction vor und dann geht es weiter mit the Development of EU Law, wenn ich die letzten paar Zeilen übersetzt habe. So, das alles ist
Obwohl es relativ schnell gegangen ist, ziemlich anstrengend für mich. Ich muss mich da ziemlich konzentrieren bei. Ich muss da erst wieder reinkommen. Tschüss.